Hey Leute und willkommen zurück zu KOTOR. Beim letzten Mal haben wir Bastila herausgefordert und langsam kommt sie mit ihrer Überzeugung in die dunkle Seite ins Schwanken. Mal gucken, ob wir sie bekehren können. Es wäre gut. Jetzt könnt ihr erkennen, dass die dunkle Seite nicht so stark ist wie die helle Seite. Ja, ich glaube, es ist wahr. Ich bin euch nicht gewachsen. Bitte, wenn ihr das, was wir einst teilten, noch nicht vergessen habt, lasst mich nicht leiden. Macht es schnell. Es gibt keinen anderen Weg. Ich könnte euch niemals vernichten, Bastila. Was bleibt euch denn anderes übrig? Ich bin der dunklen Seite verfallen. Ich bin die Schülerin des dunklen Lords. Ihr könnt mich nicht verschonen. Ihr könnt euch von der dunklen Seite lösen, Bastila. Kehrt zur hellen Seite zurück. Nein, ich bin nicht stark genug. Ich habe mittlerweile zu viel Wut in mir. Zu viel Hass und Angst. Ich finde keinen Frieden mehr in der Macht. Dann nutzt unser Band. Nehmt eure Stärke von mir. Nein, es war dieses Band, das mich auf diesen Weg hinabgezogen hat. Es hat mich vergiftet. Ich hasste mich dafür, dass ich euch liebte. Und jetzt habe ich alles verraten. Ich bitte euch um einen ehrenvollen Tod. Aber selbst dazu seid ihr zu schwach. Kein Wort mehr. Das muss mit Blut entschieden werden. Helft uns, die Sith zu besiegen, Bastila. Dadurch tut ihr der Buße für alles, was ihr getan habt. Ja, ich könnte mich an eurem Kampf gegen den dunklen Lord beteiligen. Das allein würde nicht gut machen, was ich getan habe. Aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie könntet ihr mir trauen? Woher wollt ihr wissen, dass ich es mir nicht anders überlege, wenn ihr Darth Malak gegenübersteht? Wie könnt ihr sicher sein, dass euch die dunkle Seite kein zweites Mal verrät? Ich vertraue euch genug, um mich nicht gegen einen Angriff von euch zu verteidigen. Ihr spielt ein gefährliches Spiel. Wollt ihr dieses Risiko wirklich eingehen? Mit einem einzigen Schlag meines Laserschwerts könnte ich euer Leben beenden und mir Malaks Gunst sichern. Wie romantisch. So, Leute, an dieser Stelle sage ich ganz kurz, oder nein, also, gut, lesen wir vor. Das werdet ihr nicht tun, Bastila, weil ich euch liebe und an euch glaube. Och, wie romantisch. Ihr seid mutig und verrückt. Die dunkle Seite hat mich völlig eingenommen und ihr werdet es bereuen, das nicht erkannt zu haben. Tja. So, Bastila, was jetzt? Müssen wir sie jetzt wirklich niederstrecken? Bewusstlos. Da, eine Lücke in der Formation des Sith. Grünes Geschwader angreifen. Grünes Geschwader kommt. Verwendet ihre Kampfmeditation nicht mehr gegen uns. Die Situation hat sich gewendet. Rotes Geschwader, durchbrechen. Trägerschiffe, sichert ihre Position. Jetzt bin ich verwirrt.
aber. Huch. So ja nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich guck mal ganz kurz, ob man hier noch irgendwo anders hinkommt oder ob das. Nee, sieht nicht so aus, als wenn man hier noch. Guck mal, hier ist Malak durchgegangen, aber da kommen wir auch nicht. Doch, da kommen wir durch. Kommen wir hier auch durch? Nein. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, Bastila-mäßig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon erzählen soll, warum. Das ist immer so das kleine Problem, man will ja nichts spoilern. So, wo ist mein Team? Hat mein Team keinen Bock mehr auf mich? Anscheinend hat mein Team keinen Bock mehr auf mich. Okay. Ich komme damit klar. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Wobei, warte mal. Vielleicht ist das auch einfach irgendwie ein Bug, den man durch Speichern irgendwie wieder bewältigen kann. Ne, ich bin immer noch alleine. Ha! Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Richtung Malak sozusagen. Stachelkiste. Okay. Nichts drin. Terminal Typ B. Terminal Typ A. Wo sind wir hier? Ich glaube, ich gehe erstmal zu Typ A. Alles schön alphabetisch. Druidengeneratoren abmelden. Da irgendwas drin? Nee. Kann ich jetzt irgendwas machen, weil ich das. Nee, kann ich immer noch nicht. Generator irgendwie inaktiv. Okay, sind die alle inaktiv oder? Zack. Ladestatus. Generator inaktiv. Das heißt, wir müssen hier erstmal den Generator irgendwie ankriegen. Okay. Ich möchte behaupten, die sind alle. Nicht so. So, mehr so weniger halt. So, hier gibt es auch nichts mehr für uns und da ist eine Tür. Speichern wir lieber nochmal. Hi. Spiel, Revan. Ihr seid mir ein Dorn im Auge, seit ich euch den Titel des dunklen Lord aus den Händen riss. Es war ein Fehler, herzukommen, Revan. Die Sternenschmiede verstärkt meine Herrschaft über die dunkle Seite noch. Hier habt ihr keine Chance gegen mich. Und dieses Mal werdet ihr nicht entkommen. Ihr seid es, den ich entkommen kann, Malak. Ergebt euch und vielleicht werden je die Gnade warten lassen. Ach, so nennt ihr das? Ja. Ihr glaubt wirklich, euch eure Kräfte und eure Identität zu rauben, war ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit, Revan? Da würde ich ja lieber sterben. Ich wurde aus der Dunkelheit errettet, Malak. Ihr könntet ebenfalls gerettet werden, wenn ihr das wünscht. So klingt ein wahrer Sklave des Jedi-Kodex. Erspart euch eure Predigt, Revan. Die fruchtet bei mir nicht. Ihr seid ein unbedeutendes Stück Dreck, das ich nicht mal mehr wahrnehme. Ich habe euch in jeder Beziehung überflügelt und erreicht, was ihr nie geschafft habt. Ich habe das ganze Potenzial dieser Rakata-Anlage entfesselt. Ihr habt ja keine Vorstellung von den Kräften hier drin. Sogar die Wände selbst vibrieren voll dunkler Macht. Und nun, mein früherer Meister, werde ich euch von der Sternenschmiede selbst vernichten lassen. Oha, was gibt's denn jetzt? Oh. Aha. Die sind das. Die sind da rausgekommen. Rausgekrochen. So, wie schnell geht das? Och.
Das ist ja entspannt. So, warte mal. Wenn ich jetzt das mache. Ach so, Moment, muss ich hier... Moment. Generator deaktivieren. Ah, und da sind Computersonden drin. Da komme ich jetzt auch nicht ran, ne? Doch. Okay. Generator deaktivieren. Ja, ich werde das jetzt mit jedem Einzelnen machen. Und währenddessen laufen die mir hinterher. Ist mir aber tatsächlich auch relativ egal, ob die mir hinterher laufen. Denn... zweimal Druiden zerstören machen und dann sind die alle kaputt. Also insofern. Mann, ich bin geschockt von der Sache mit Bastila. Es war jetzt aber auch unklar, ist sie jetzt, also sie hat ja selber irgendwie bewusstlos gesagt oder so. Ist sie wirklich nur bewusstlos und können wir sie irgendwie zum Jedi-Rat mitnehmen oder so? Oder haben wir sie jetzt wirklich umgebracht? Ich will nämlich nicht, dass wir sie umgebracht haben. Also, ich will halt nicht spoilern, aber ich sag's mal nur so, insofern, ich versuche, ja, nach Kanon zu spielen. Ne? Also, sprich, so wie im Nachhinein festgelegt wurde, dass es passiert ist. So will ich halt spielen. Und, das, was da mit Bastila passiert ist, ist eigentlich nicht so vorgesehen. Sagen wir's mal so. So, das waren dann alle, glaube ich. Ja. Ach, und die mögen mich jetzt. Hi. Na, Freunde. Habt ihr einen schönen Tag? Ja, ne? Habt ihr einen schönen Tag? Okay. Alles klar. Weiter geht's. Aber ich brauche ja eh keine Erfahrung mehr. Ich bin ja eh Maximallevel. Also insofern speichern wir das nochmal ab. Und auf in die Fabrik. Malak. Nochmal speichern. Malak. Du alte Drecksau. Gut gemacht, Revan. Ich war sicher, die Abwehr der Sternenschmiede würde euch vernichten. Aber wie ich sehe, steckt offenbar doch mehr von eurem alten Ich in euch, als ich dachte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Stärker, als ihr es während eurer Herrschaft als dunkler Lord jemals wart. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Die Hellesat ist stärker, als ihr denkt, Malak. Es würde mich reizen, euch lebendig in die Hände zu bekommen, Revan. Dann könnte ich euren Willen brechen und euch als meinen Schüler an mich binden. So wie Bastila. Wenn ich euch kontrollieren könnte, wärt ihr für mich ein weitaus größerer Gewinn als selbst Bastila und ihre Kampfmeditation. Aber ob das Risiko wert ist? Vielleicht seid ihr doch zu stark, um ein Schüler zu werden. Ich habe euch hintergangen, als mir klar wurde, dass meine eigene Kraft größer war als eure. Irgendwann könntet ihr das Gleiche mit mir versuchen. Ich werde der dunklen Seite nie wieder dienen, Malak. Leeres Gerede. Die dunkle und die helle Seite kämpfen immer in euch um die Vorherrschaft. Im Moment ist die eine Seite stärker. Aber das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Retter, Eroberer, Held, Schurke. Ihr seid all das und mehr, Revan. Und doch seid ihr ein Nichts. Letzten Endes gehört ihr weder zum Licht noch zur Finsternis. Ihr werdet immer alleine sein.
Ich glaube an die Macht der Läuterung. Aber natürlich, was bleibt euch denn auch sonst übrig? Das Schicksal hat sich gegen mich verschworen. Euch trotz all meiner Bemühungen am Leben erhalten und euch in die Rolle des Erretters gedrängt. Alles lief unausweichlich auf unsere letzte Konfrontation hin, Revan. Ich verstehe jetzt, dass diese Sache nur geregelt werden kann, indem einer von uns den anderen vernichtet. Wieder einmal stehen wir uns im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Der Sieger wird das Schicksal der Galaxis entscheiden. Okay, jetzt geht's richtig los. Also Freund Blase. Oh, der ist actiongeladen, der Kampf. Da geht's auch direkt zur Sache. Da gibt's auch gar keine Überbrückung zwischen den Angriffen, fällt mir auf. Das geht direkt von Schlag zu Schlag. Wohin gehst du? Ihr verblüfft mich immer wieder, Revan. Wenn ihr damals die wahre Macht der Sternenschmiede entdeckt hättet, ihr wärt wirklich unbesiegbar geworden. Aber ihr wart ein Narr. Alles, was ihr sehen konntet, war eine enorme Fabrikanlage. Eure Fantasie reichte nicht weiter als bis zu einer unendlichen Sternenflotte, die das Imperium überrollte. Ihr wart blind, Revan. Blind und dumm. Wovon redet ihr? Die Sternenschmiede ist weit mehr als nur eine Raumstation. In gewisser Weise ist sie ein lebendiges Wesen. Sie hat Hunger. Und sie ernährt sich von der dunklen Seite in uns allen. Schaut euch um, Revan. Seht ihr die Leichen? Ihr solltet sie noch von der Akademie kennen. Das sind Jedi, die fielen, als ich Dantooine angriff. Sie scheinen tot zu sein. In jeder Hinsicht. Außer einer. Ich habe nicht zugelassen, dass sie eins werden mit der Macht. Stattdessen habe ich sie hergebracht. Die Sternenschmiede verdirbt, was noch an Macht in ihnen steckt und führt mir diese dunklen Kräfte zu. Oh, Scheiße. Ihr könnt mich nicht besiegen, Revan. Nicht hier auf der Sternenschmiede. Nicht, solange ich die Macht all dieser Jedi anzapfen kann. Und sobald ihr besiegt seid, werde ich das Gleiche mit euch anstellen. Ihr werdet in einer schrecklichen Existenz zwischen Leben und Tod gefangen sein. Und eure Macht wird mich stützen. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Cliffhanger. Wie wird der gestärkte Darth Malak sein? Wie sieht seine Kraft aus? Wird er uns überwältigen? Werden wir ihn überwältigen? Können wir die Galaxis retten? All das erfahren wir im nächsten und letzten Part von Star Wars Knights of the Old Republic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.